Dead Space Folge 19 und eine Warnung vorweg, möglicherweise wird die nächste Episode komplett als Werbesendung durchlaufen, denn Unglaubliches ist passiert. Wir haben in der letzten Folge rumgeblödelt, dass diese Waffe hier so ist wie der Pango und wir sind allen Ernstes von einem lieben Zuschauer angeschrieben worden. Ganz kurz, vielleicht erklären wir noch, was der Pango ist. Wir haben es in der letzten Folge schon gesagt. Hey, ja, Sie wollten einen Antrieb? Hier haben Sie einen. Gehen. Ist doch scheiße. Genau wie unser Plan. Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Ich habe alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparaturbucht bringen können. Ja, damit ihr daheim nicht eure Leitungs- und Wartungsrohre abtrennen müsst, falls die mal verstopft sind. Dafür ist der Pango nämlich gut, weil der Pango ist der Hightech-Druckluft-Rohrreiniger vor dem Herrn, berühmt aus Funk und Fernsehen. Und Bestandteil eines legendären Sketches in der Harald-Schmidt-Show von 2001, die wir bestimmt jetzt wieder vergessen zu verlinken, aber ihr werdet die richtige Folge erkennen, weil die unterhalb der Sendung bei YouTube schon tausendmal mit "Wir kommen von GameTube" kommentiert ist. Genau. Und so, was ist jetzt passiert? Unglaubliches. Ein lieber Zuschauer, der bei dem Unternehmen angestellt ist, das den Pango herstellt, hat unseren Quatsch hier gesehen. Und hat uns angeboten, uns Pango-Testgeräte zur Verfügung zu stellen. Und zwar nicht nur ganz normale Pango-Testgeräte im berühmten Pango, was ist das, Orange, würde ich jetzt mal, oder Kürbis? Ich glaube, das ist bestimmt eine eigene Farbe, die heißt bestimmt irgendwie so Pango-Aprikot oder so. Irgendwie sowas. Pango-Krigo. Sondern nein, wenn das alles klappt und der Vorgesetzte zustimmt, dann bekommen wir die Pango-Jubiläumsausgabe in Gold. Ein? Ja, Clark. Ich bin kein Idiot. Und lassen Sie die Einspritzer fest einrasten. Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen. Arschloch. Auch alles super Pango-Tipps hier. Immer den Einspritzer fest einrasten lassen. Okay, Leute, ich hab den Antrieb. Ist alles bereit? Naja, nicht ganz. Wir werden wie Lilliputaner im Zirkus hin und her gestoßen, wenn wir versuchen, ohne Kurs durch die Atmosphäre zu navigieren. Und wenn wir die Flugschreiber aus diesen verlassenen Schiffen nutzen? Ja, stimmt. Wir könnten eine der Routen rekonstruieren, die sie genutzt haben. Ich suche außerhalb der Roanoke. Halten Sie Ausschau nach kleinen Satelliten mit 4 abstehenden Solarmodulen. Satelliten mit Solarmodulen. Alles klar. So, wir entschuldigen uns jetzt schon dafür, dass diese sehr atmosphärische Weltraumsequenz durch komische Rohrreinigerwerbung versaut wird, aber es muss leider sein. Aber wir werden ja auch geschmiert von denen, oder? Noch nicht. Also wir bekommen jeder einen goldenen Jubiläumspango. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir nicht übers Ohr gehauen werden, denn wie wir auf der Amazon-Seite des Pango nachlesen können, wichtig, Doppelpunkt, lassen Sie sich nicht von Kopien für dumm verkaufen. Pango ist nur original, wenn auch Pango draufsteht. Im Versandhandel und Baumärkten werden zurzeit Kopien unseres Produktes in Blau mit der Bezeichnung Profi-Rohrreiniger verkauft. Ebenso eine Orange heißt es, und gelbe Kopie mit der Bezeichnung Rohrreinigungstorpedo, Drainbuster oder Abflussblitz. Diese Geräte haben nichts mit dem Original Pango-Rohrreiniger zu tun. Wenn Sie die Leistung wollen, die Sie aus der TV-Werbung oder von Freunden kennen, dann sind Sie hier oder bei unseren Partnern an der richtigen Stelle. Ich frage mich ja, was das für eine Formulierung ist, die Blasleistung, die man von Freunden kennt. Sagen Sie mal. Naja, also es spricht sich ja, hier ist zum Beispiel der Drainbuster, mal kurz aufmachen. Wie bitte? Von Relax Days heißt der Hersteller des Drainbuster. Drainbuster Abflussreiniger Abflussfrei 30, der kostet wesentlich weniger als der Pango. Dafür stehen in der Produktbeschreibung ja noch HTML-Text drin. Und sind nur 2 Aufsätze und keine 3. Das ist nicht die Blasqualität, die ich von meinen Freunden erwarte. Saugglocke, Pömpel, Abflussreiniger, Pümpel, Gummistampfer gibt's auch. Ist noch günstiger, aber Turbo-Stampfer gibt's auch. Ich bin übrigens mal so frei, während du dich um Abflussreiniger informierst, jedes Spiel weiterzuspielen. Ich suche gerade noch den Torpedo. Der kam mir gerade entgegen. Rohrreinigungstorpedo. Moment. Ich finde es so cool, da in diesem schallfreien Raum rumzubolzen. Was ist denn der? Ach, hier. Au, 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 irgendwas schießt auf mich. Ah, siehst du, den gibt's hier aber gar nicht mehr. Da haben die Anwälte von der Pango-Firma schon zugeschlagen. Ja, Gott sei Dank. Ja, besser ist das. Nicht, dass hier, weiß ich nicht, wie schnell ist was passiert, wenn man mit dem falschen Rohrreiniger Druckluft und schon ist die Schüssel explodiert.
Und wer zahlt's? Zahlt's die Versicherung? Hausrat? Nein. Egal, wir werden euch auf jeden Fall unsere Erfahrungen mit dem Pango mitteilen, ausführlich. Ach, jetzt. Jetzt schon mal Danke an den Hersteller. Ich glaube, ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Gut. In der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Okay, mal sehen, was ich finden kann. Ist er da wieder rein? Hast du noch genug Luft? Ja, geht. Also wir müssen die Flugschreiber von diesen Satelliten da finden, um damit einen Kurs auf die Planetenoberfläche errechnen zu können, beziehungsweise einfach den zu nehmen, den schon die Satelliten ausgerechnet haben, weil wir sonst zerkleinert werden. Oh. Da ist noch ein Satellit. Sehe ich doch schon. Es ist übrigens eine neue Aufnahmesession, deswegen waren wir auch in der Lage, die Kommentare zu lesen und haben natürlich wieder alles falsch gemacht. Wie immer halt. Dafür kennen wir jetzt auch die Gefahren, wenn man mit einem größeren Objekt in die Atmosphäre eintritt. Das haben wir jetzt neulich in Russland erlebt, was dann passiert. Das habe ich übrigens gar nicht mitgekriegt. Das kannst du vielleicht mal mir erklären, was da alles passiert ist. Ich war da nämlich gerade außer Landes. Über einer mittleren Großstadt im Ural, so ein bisschen ein gutes Stück östlich von Moskau, ging ein Meteor nieder, der wohl einen Durchmesser von ca. 17 Metern hatte und bei, weiß nicht mehr genau, 10.000 km/h oder so in der Atmosphäre verglüht ist, aber nicht vollständig. Sondern zahlreiche Bruchstücke haben den russischen Boden getroffen, die Scholle sozusagen. Und okay. Hey, ich hab das doch schon. Gibt's ganz, ganz tolle Videos im Netz dazu, weil es in Russland anscheinend Brauch ist, dass man auf seinem Armaturenbrett eine Kamera montiert hat, die sogenannte Dashcam, um, wenn man im Auto überfallen wird oder so, dass man da ein Beweismittel hat, weil es dann gefilmt wurde. Das hat man in Russland anscheinend heutzutage. Ich hol mir kurz nochmal Luft da. Ja, das ist ja auch irgendwie ein Versicherungsfall, wenn du einen Autounfall hast, oder? Ja, aber da gibt es ganz witzige Videos, was auf russischen Straßen so passiert. Das sind die allerbesten. Panzer und der Hubschrauber und so. Und eben der Meteor. Ich habe heute gelesen, das Video mit dem Meteor, also das bekannteste, das ist in Deutschland nicht mehr verfügbar, weil die GEMA was gegen die Autoradio-Musik hatte. Nein! Ja. Brave New World. Ja. Aber es sieht schon ganz schön krass aus, vor allem die, du siehst halt, wie es den Meteor zerreißt und dann dauert es eine Weile und die Leute gucken schon nach oben so, was war denn das jetzt für ein Blitz, und dann kommt da diese Druckwelle und die ist nicht zu unterschätzen. Also Kinder, wenn über euch ein Meteor niedergeht, lieber unter den Tisch und Papiertüte über den Kopf. Nicht die Plastiktüte, sonst wobei, dann habt ihr das auch überstanden. Ja, aber dann habt ihr von dem Spektakel nicht viel gehabt. Aber dann haben wir alle anderen Spektakel. Was du wieder Spektakel nennst. Naja. Nein, Kinder, macht es lieber nicht. Ich glaube, irgendwie das Spiel ist gerade so ein bisschen kaputt, weil es nämlich diese Wegfindung zeigt mir den Satelliten, an den ich bereits geplündert habe. Das heißt, ich muss jetzt aus eigener Kraft hier aus diesem ganzen Schrott einen Satelliten auftreiben. Warte mal, kann ich denn? Ziel, Anzugstation, Bank, Ziel. Ja, geil. Das zeigt dir auch den Weg zur nächsten Bank. Ja. Den habe ich noch nicht geplündert, oder? Hier leuchtet es nämlich noch. Oder war ich an dem eben schon dran? Der leuchtet irgendwie. Du stellst Fragen, als wüsste ich, was hier los ist. Ja, genau. Harry, ich müsste genug Flugschreiber haben, um eine sichere Route zum Planeten zu rekonstruieren. Super. Und jetzt? Baue alles in ein Navigationsmodul ein, das ich dann an das Shuttle anschließe. Muss nur eine Bank finden. Das sollte aber kein Problem sein. Ganz schön Optimist, der Clarky. Eigentlich ganz schön vernachlässigt von EA, dass sie das nicht irgendwie an eine richtige Bank verkauft haben. So auch im Weltall immer für sie da. Lehman Brothers. Das ist doch dieser Torwart, oder? Ja. Ne, die Brüder von dem. Eher Torwart, die Banker, eine Erfolgsfamilie. Ist ja was für so ein ProSieben-Nachmittagsprogramm. We are family. So. Pep. Ex-Nationalkeeper und Kahn-Erzfeind. Ex-Investmentbank und gläubiger Erzfeind. Ich simuliere gerade mal den Sound ein bisschen. Wo geht's lang? Richtig, alles richtig gemacht. Achso.
Shot-shottet noch. Schotte. Der, ich, das muss mir eigentlich ein bisschen wehmütig sein, weil es geht ja dann scheinbar demnächst haarscharf in Richtung, haarscharf, pfeilgerade wollte ich eigentlich sagen, in Richtung Planet und runter von der düsteren Raumstation. Das heißt, Kinder, guckt euch das alles nochmal an. Angeblich geht auch die Spielqualität dann steil bergab. Hab ich es auch schon gehört, dass es ab da irgendwie blöd wird. Wir lassen es überraschen. Kann ich hier noch einkaufen? Also dafür, dass es bis jetzt überraschend cool war und die einhellige Meinung zum Spiel dann doch überraschend mediocre, müsste das eigentlich alles, was bisher cool war, jetzt dann in der zweiten Spielhälfte etwa zunichte gemacht werden. Hoffentlich stimmt's nicht. Mist. Da ist die Bank. Jetzt bauen wir Navi. Alle Teile herstellen. Genau. Jetzt warte mal, können wir denn den Pango noch upgraden? Kann ich den Pango ein bisschen ausbauen? Welcher ist der? Ist es, oder? Oder ist es der? Das ist der Pango. Nein. Du hast auch irgendwas mit der Platine hast du falsch gemacht. Und zwar? Ich weiß es nicht. Wir hatten eine Zeit lang eben übersehen, dass bestimmte Verbesserungen sinnlos sind. So, das war's. Wir sollten jetzt alle Teile haben, die wir brauchen. Gott sei Dank. Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und schauen. Nein, Robert. Wir fliegen zum Planeten. Ellie, ich weiß, dass alles so angefangen hat, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit einem ganzen Planeten voller Monster aufnehmen. Wenn nicht wir, wer dann? EarthGov gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig, die das schaffen können und das weißt du. Ellie, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast. Im Quartier des Admirals. Du sagtest abschalten und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Captain, wir müssen es versuchen. Carver, eine Motorei ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Mann, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie macht das Shuttle-Start klar, ich bin unterwegs. Um die Sache zusammenzufassen, wenn ihr nicht aufhört zu streiten, dreht der Pilot um und fliegt zurück. So, genau. Alles in dieses Raumschiff wird nämlich in diese eine Luke eingebaut. Die Fernsteuerung, das Navi. Gibt es jetzt so einen kreisrunden, einen dreieckigen und einen viereckigen Slot? Dann endet das Spiel für mich an der Stelle. Das habe ich nämlich als Kind schon nicht gecheckt, wie man das durchspielen soll. Okay, nebenbei bemerkt, das Navigationsmodul ist installiert. Wer war es denn, Fritz? Oder ich? Einer von uns. Und gerade noch rechtzeitig. Sieht aus, als wäre sich unser Flugfenster. Gut, ich komme an Bord. So, da geht's rein. Aber die Hitzekacheln sehen ähnlich stabil aus wie auf der Columbia damals. Du Schlingel, du weißt doch bestimmt schon, was jetzt passiert. Ich? Ja. Keine Ahnung. Nee, woher denn? Aber ich kann euch sagen, ich weiß schon, was passiert, denn ich habe, ich wollte das im Koop-Modus ausprobieren und habe schon ein bisschen weitergespielt. Das heißt, ich kenne die nächsten 20 Minuten schon. Ach. Ich tue es aber so, als würde ich es nicht kennen. Nanu, was ist denn hier los? Wer ist der? Ach, ich muss gar nicht so tun. Ich weiß es einfach so nicht. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Und warum der Blick? Das wird doch funktionieren, oder? Unser Fenster kommt gleich. Entweder jetzt oder nie. Hey, und die Sauerstoffeinspritze? Warum sind sie nicht angerastet? Hab's versucht. Die Gewinde sind rostig. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn sich einer davon löst, werden wir in der Kabine verbrennen, bevor die Atmosphäre das erledigt. Tu mir einen Gefallen. Such die Druckanzeiger auf der Hauptkonsole und sag mir, wenn die Dichtung funktioniert. Also selbst wenn man ihn reden sieht, passt die Stimme gar nicht zu dem. Ja, also es ist aber so, wenn wir es nicht besser wüssten, müsste ich sagen, die unterhalten sich pausenlos über den Pango. Vielleicht ist das ein elaborierter, um wieder das Wort zu benutzen, Werbetrick von der Pango-Firma. Ich weiß den Namen leider nicht. Irgendwas mit Red. Nächstes Mal sagen wir es euch. Na, guck mal. Wenn wir das Geld von Pango gekriegt haben. Boah, ist das cool. Schon. Was ist hier? Ferry-Geld.
Da habe ich mich verriegelt. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier machen muss, weil das hat mein Co-op-Mitspieler erledigt. Ich habe derweil Anweisungen gegeben. Muss ich jetzt hier noch was machen? Nein. Wenn das mal den Auftrag kriegt, dann geht das. Sagt man denn Fenster? Der Druck steigt an und bleibt stabil. Bereit, wenn du es bist. Na, zu Zeitfenster? Sagt man Zeitfenster. Ja, aber nicht Fenster, oder? Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Das ist glatter Selbstmord. Minen werden das Schiff in Stücke reißen. Das wird halt. Okay, Leute, mal sehen, ob das Ding fliegen kann. Treibstoffleitungen offen. Oh, musst du das jetzt fliegen? Das ist ja total spannend. Schubdüsen, ein Viertel vor. So. Ob wir da ankommen, sehen wir in der nächsten Folge. Jawohl. Bis dann. Ciao. Servus.